Säfte haben wir genug gemacht, so gehe ich den nächsten Schritt und stelle feinen Wein her. Und um dies gleich klarzustellen, es entsteht kein süßer Frucht- oder Dessertwein, er ist eher mit einem Burgunder zu vergleichen. Über die Herstellung von Fruchtwein könnte man so viel sagen, dass es jedenfalls den Rahmen sprengen würde, wo also Abstriche machen. Ich werde mich auf die Grundlagen der Herstellung beschränken müssen. Der Garten hängt voller Früchte. Verwenden kann man übrigens nahezu alle Früchte, die Saft hergeben. Unsere Früchte werden nicht gespritzt. So fühlen sich kleine und auch größere Tiere wie diese Amsel beim Brüten im Gestrüpp wohl. Reif sind die Brombeeren, wenn sie etwas matt werden und einem fast von allein in die Hände fallen. Dann haben sie auch genug Zucker gebildet. Ich benötige für ein 20-Liter-Rezept 12 Kilo Brombeeren oder 10 Liter Brombeersaft. So viele Beeren werden aber nicht auf einmal reif. Ich sammle sie also in der Tiefkühltruhe, bis ich die nötige Menge zusammen habe. Sind genug Beeren zusammen, geht es los. Grundlage sind 8 Liter Wasser. Um sauber zu arbeiten, aber auch, weil sich Zucker im heißen Wasser besser löst, wird das Wasser zum Kochen gebracht. Die Zugabe von Zucker ist notwendig. Der Zucker ist der Grundstoff für die alkoholische Gärung. Der Zuckeranteil in den Früchten reicht zusammen mit dem Wasser nicht aus, einen Wein herzustellen. Die Obergrenze liegt bei 2,5 Kilogramm plus Fruchtzucker auf 10 Liter Weinansatz. Im Ergebnis kann man so Wein mit 12 bis 15 Volumenprozent Alkohol erwarten. 5 Kilo Zucker werden also aufgelöst. Das Rezept liste ich am Ende auf. So sieht mein Gärfass aus. Es fasst 30 Liter. Ganz wichtig, der Auslass unten muss ab jetzt zu sein. Die Zuckerlösung kommt nun in das Gärfass. Schön vorsichtig. Was daneben geht, klebt kolossal. Man kann auch Gärballons aus Glas nehmen. So habe ich angefangen, nur war die Reinigung und Handhabung schwieriger und es gab trotz Korb drumherum häufiger Glasbruch. Leider auch mit Wein im Ballon. Das Fass wird auch gleich zumindest so zugemacht, dass keine Insekten Eingang finden. Außer Wasser, Zucker und Beeren kommt Hefenährsalz, Antigeliermittel und eine Hefekultur, in meinem Fall Bordeaux, hinein. Unterlässt man die Zugabe von Hefenährsalz, kann es zu einem vorzeitigen Abbruch des Gärprozesses kommen. Die Zugabe des Antigeliermittels, einem natürlichen Enzym, sorgt unter anderem für eine gute Klärung des Weines. Die Hefekultur regelt, dass nur gewünschte Pilze den Gärprozess vorantreiben und bestimmt die Geschmacksrichtung des Weines wesentlich mit. Die frischen Brombeeren sehen noch ganz normal aus. Aus den eingefrorenen Vorräten ist die Farbe etwas entwichen und der ausgetretene Saft ist aufgrund des hohen Pektingehalts geliert. Gut. Die weit leckerere Variante ist die Maische-Gärung. Die ganzen, aber ruhig angedrückten Früchte kommen in das Gärfass. Auf die Herstellung mit Saft gehe ich später parallel immer wieder ein. Mit einer Öxle-Waage oder einem Refraktometer lässt sich das Mostgewicht bestimmen, also das Gewicht des unvergorenen Traubensaftes mit seinem Zuckeranteil, Fruchtsäuren, Gerbstoffen, Pektinen und anderen Inhaltsstoffen. Hält man sich an erprobte Rezepte, kommt man auch ohne große Voranalysen zu sehr guten Ergebnissen. Das Antigeliermittel kommt mit hinein. Die Hefekultur vorher gut schütteln und das Hefenährsalz. Alles wird noch einmal gut durchgerührt
und findet seinen vorläufigen Standort bei uns in der Küche. Hier sind sehr konstant 21 bis 22 Grad Raumtemperatur. Die Herstellung erstreckt sich über ein Kalenderjahr. Jetzt will ich eben die Alternative mit Brombeersaft zeigen. Ich verwende, da wir ohnehin viel Saft machen, eine sogenannte Hydropresse mit einem Volumen von 20 Litern. In eine siebähnliche Edelstahltrommel mit eingeschlagenem Tuch werden die Früchte gegeben. Das Tuch wird oben möglichst etwas eingeschlagen, dann kommt ein Deckel drauf und die Presse wird sorgfältig und fest verschlossen. Von innen wird durch Wasserdruck ein Gummiballon mit bis zu 4 Bar wiegend die Früchte gepresst. Nun wird der Gummiballon mit Wasser befüllt. Oben befindet sich an der Presse ein Entlüftungsventil. Der Ballon darf keinesfalls Luft enthalten. Kommt Wasser ohne Luft, wird das Ventil geschlossen. Unten sind alle Hähne zu und ein Barometer zeigt den Druck an. Auch hier kommen frische Früchte und solche aus der Tiefkühltruhe zusammen. Man erzielt die besten Ergebnisse, wenn man den Druck langsam steigert. Die Presse ist unglaublich effizient. Ob Beeren, Äpfel, Quitten, nach dem Pressvorgang befindet sich innen eine kaum einen Zentimeter dünne, fast trockene Schicht der Früchte. Der Saft ist gänzlich ausgetreten. Gut, zurück zum Gärfass. Ob nun Maischegierung oder Saft, das Fass wird fest verschlossen und vorerst nicht mehr geöffnet. Die Temperatur in der Küche liegt bei 21 bis 22 Grad Celsius. Das ist im Soll zwischen 20 und 25 Grad. Da viel Kohlendioxid entsteht, wird oben ein Gärröhrchen aufgesetzt und bis zur Markierung mit Wasser befüllt. So besteht keine direkte Verbindung mehr zur Außenwelt. Dann ist es wie warten auf ein großes Fest. Und schon am ersten Tag entweichen Gase durch das Gärröhrchen. Sehr optimal. Am zweiten Tag ist deutlich mehr Aktivität zu beobachten. Und ab dem dritten Tag geht es dann richtig los. Ein leichter Duft verbreitet sich um das Gärfass und lockt mich genauso wie einige Obstfliegen an. In dem Tempo geht das nun mehrere Wochen weiter. Nach 4,5 Wochen ist absolute Ruhe eingekehrt. Dennoch lasse ich den Weinansatz gut 4,5 Monate stehen. Dann wird es Zeit für eine kleine Probe. Wunderschön klar und schmeckt auch schon ganz passabel. Nun trenne ich Wein von Brombeermaische. Durch ein Filtertuch lasse ich ganz langsam den Wein in ein neues Fass laufen. Dabei bemühe ich mich weiterhin um so wenig Kontakt zur Außenwelt wie möglich. Dann lagert der junge Wein für weitere knapp 9 Monate im Keller bei etwa 18 Grad
und klärt weiter. Letzter Trub setzt sich unten ab. Es ist Ende September. Der Herbst ist farbenfroh gekommen und der Wein ist vollkommen klar. Die Flaschenabfüllung steht an. Dazu werden die Flaschen gewaschen und im Backofen bei 110 Grad sterilisiert. Da ich die Flaschen verkorken möchte, muss ich auch die Korken in kochendem Wasser keimfrei bekommen. Alles ist nun vorbereitet. Beide Weine stehen zum Vergleich bereit. Um wirklich jede Trübung zu vermeiden, wird der Wein mit einem Weinheber gehoben und abgefüllt. Damit kein Sog nach unten entsteht, lenkt diese Kappe den Strom nach oben um. Mit der Klemme stoppt man den Fluss zwischen den Flaschen. Dann los. Oben wird das Fass geöffnet. Der Weinheber auf die richtige Länge ausgezogen. Eingehängt. Und dann läuft ein wunderbar köstliches Getränk in die Flaschen. Das darf ruhig langsam gehen, kein Trub soll aufgewirbelt werden. Und gleich kommt der Korken in die Flasche. Das funktioniert mit einem genialen Hebelmechanismus. Natürlich stellt sich die Frage, wie viele Umdrehungen der Wein jetzt hat. Den Alkoholgehalt kann man mit einem Vinometer, einem speziellen Kapillarröhrchen, messen. Das ist nicht nur für die Neugierde und Erklärungsversuche veränderter Wahrnehmung wichtig, diese Angaben gehören auch zwingend auf das Etikett. Wir sehen hier beide Weine im Vergleich. Schaut man sofort und genau hin, steht der Wein aus Saft bei 12 Volumenprozent, die Maischegärung hat 13%. Hier sehen wir noch einmal den Vergleich. Hellerer und leichterer Wein, Saftgärung. Dunklerer und mit vollerem und feinerem Aroma, die Maischegärung. Jetzt noch das Etikett. Inhalt, Hersteller, Anbaugebiet, Jahrgang und Alkoholgehalt sind die erforderlichen Angaben. Ja, und dann kommt der Moment. Wenn der wunderbare Wein, der einem fast trockenen Burgunder im Geschmack nahe kommt, aus eigener Herstellung ein Glas füllt. Der Winter kann kommen und mit ihm einige schöne, gesellige Abende. Hier das, wie im Film gesehen, doppelte Rezept für die Maischegärung.